Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich wollte euch mal wieder ein altes Lego-Set vorstellen. Das handelt sich um das Set 8676, den Sunset Cruiser aus dem Jahr 2006. Ein Set, das so komplett aus meinen Dark Ages stammt. Ich habe es gekauft, weil ich gedacht habe, mit dem Motor und der Basis lässt sich ein cooles Auto als Mock bauen, das geht nicht. Das Set ist ein ferngesteuertes Auto mit Funk. 54 Teile sind enthalten und das Hauptteil ist dieses gigantische Basis-Dings hier. Das Ganze ist ein einzelnes Teil. Es kommt aus dieser Zeit. Alles Mögliche ist da drin, aber Lego-Teile sucht man vergeblich. Das Einzige, was jetzt heute noch vorhanden ist, sind diese Schläuche. Alles andere gibt es so nicht mehr und gab es vorher nicht, gab es nachher nicht. Das Ganze ist befestigt mit diesen Doppelpins, haben den Durchmesser von Technikpins und relativ viel von diesem Gummiteilen, Hartgummiteilen. Mit denen sind dann diese ganzen Aufbauten da dran geflanscht. Weshalb ich das nicht umbauen kann, ist, die Räder gefallen mir nicht und ja, man sieht die Achsen, das ist nicht kompatibel mit irgendwelchen anderen Lego-Rädern. Oh. Das ist aus Gummi, wird hier drüber gemacht und dann hält das. Hier sind die Batterien drin. Wirklich starker Motor, der schneller ist als alle anderen, die ich habe. Möglicherweise ist der Buggy-Motor ungefähr genauso stark. Und hier ist ein Servo vorne drin. Wie gesagt, alles ein Teil. Funkantenne, die gab es noch in ein paar anderen Lego-Technik-Sets. Kann man noch rausschrauben. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das Ding im Gelände abgeht.